Hallo, wir sind heute hier an der Hasenheide, ist der neue Protected Bike Lane eingeweiht worden. Ganz in grüner Strahlter und geschützt mit Pollern auf der Seite, also es wird hier sicherer zum Fahren. Hier bei mir ist auch Regine Günther, unsere Verkehrssenatorin und Klimasenatorin hier in Berlin. Du hast dich ja sehr dafür eingesetzt, dass diese kommen. Wie ist da im Augenblick der Stand? Wie geht's weiter? Was sind so die Planungen von euch? Ja, zunächst mal sind wir natürlich sehr froh, dass wir es jetzt geschafft haben, hier in der Hasenheide den längsten geschützten Fahrradstreifen einzuweihen. Hier war der Bezirk auch unglaublich engagiert, unglaublich aktiv, sonst hätte es gar nicht geklappt. Und da sieht man einfach, wenn auch der Bezirk sehr viel macht, was geht. Insofern liegt jetzt der Ball auch bei den anderen Bezirken, jetzt nach vorne zu gehen und zu zeigen, was die können. Wir haben jetzt in diesem Jahr werden noch 7 geschützte Fahrradstreifen eingeweiht oder zumindest begonnen. Frankfurter Allee ist am Start, aber auch einige andere. Insofern, wir bauen Berlin um, wir machen Berlin sicherer. Und was wir immer wieder sehen, es trägt natürlich auch wahnsinnig zum Klimaschutz bei, wenn wir weiter sind, weil dann natürlich der Platz zugunsten von ökologischen Verkehrsmitteln, Radwegen, elektrischen Rollern zur Verfügung steht und nicht mehr für fossile Individualverkehre. Ich muss sagen, ich finde es auch wirklich großartig. Ich wohne ja gar nicht weit weg von hier. Und ich habe viele Freunde gehabt, die haben sich hier an der Hasenheide nie Fahrrad fahren trauen. Und seitdem man da ist, sind sie jetzt auch schon wieder hier gefahren. Ich musste mal ewige Umwege fahren. Also für mich wird es jetzt auch kürzer mit meinen Freunden, weil ich hier wieder durch kann. Das ist ja eine super Sache. Und ich habe auch schon Monika Herrmann da rumspringen sehen. Die können wir dann gleich nochmal interviewen. Mal nochmal fragen, weil das so ein ambitionierter Bezirk ist, was die hier noch alles vorhaben. Und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Bis bald. So, und jetzt ist auch noch die Bezirksbürgermeisterin dieses ambitionierten Bezirkes hier. Regine hat euch gerade schon sehr gelobt, Monika Herrmann. Ihr würdet beim Fahrradverkehr sehr vorangehen und auch, dass das jetzt bei der Hasenheide so schnell funktioniert hat, war sehr an euch gelegen. Was sind denn eure Pläne noch beim Fahrradumbau oder beim Verkehrsumbau im Augenblick? Naja, also was wir tatsächlich auch schon machen, das ist eher so ein Hintergrund. Wir bauen gerade die ganze Verwaltung um, damit sie sehr konzentriert bei der Mobilitätswende arbeitsfähig ist. Wir haben einen ambitionierten neuen SGA-Leiter, also der für Verkehr zuständig ist. Der hat die Ärmel sehr hochgekrempelt und hier gibt es noch eine Menge zu tun. Wir haben eine lange Liste von Vorhaben, die wir bis Ende 2021 tatsächlich auch schaffen wollen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also das SGA ist das Straßen- und Grünflächenamt, für alle, die das nicht wissen. Ich kann ja von meinem Lieblingsprojekt berichten. Also ich habe zwei tatsächliche Lieblingsprojekte. Eins tippe ich. Der Generalzug. So, genau. Und das ist der Generalzug. Das wird ab Südstern im Mittelteil soll es eine sozusagen einen Fahrradweg geben. Ja. Da ist jetzt das Gutachten in Auftrag, also die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und ich bin sehr gespannt, was man tun muss, damit es klappt, aber das habe ich auch hier in die Koalition Friedrichshain-Kreuzbergs mit eingebracht, weil dann geht es praktisch von hier aus, also von beiden Seiten muss es ja noch besser werden und dann ab praktisch bis zu den Jörgbrücken. Das Zweite, weil wir reden ja von einer Mobilitätswende, nicht nur von Fahrradverkehr, ist, dass wir gerade prüfen, welche Kieze bei uns im Bezirk tatsächlich autofrei bzw. sehr stark autoreduziert werden können. Und da haben wir jetzt einen Fokus auf den Wrangelkiez und das sieht auch schon ganz gut aus. Sehr schön. Also es tut sich was in Friedrichshain-Kreuzberg. Bei den Verhandlungen war ich noch mit dabei für den Generalszug. Genau. Umsetzen musst du es jetzt. Dafür viel Erfolg und auf dass alles grüner wird und autofreier. Bis denn. Tschüss. Tschüss.